Und damit herzlich willkommen zur nächsten Runde. Armer Kult war assault. Schwierigkeitsgrad Opel Kadett. Ich glaube, der schwierige Grad wäre für ein Let's Play ungünstig. So, ich entsinne mich, hier bin ich schon letztens ein wenig, planlos in der Gegend gewesen. Genau, Hubschrauber abschießen und meine lieben Mitleute ballern hier alle Panzer mit der Flugabwehr runter. Ich entsinne mich, das war nicht lustig. Was ist eine HK? Achso, die MP5. Okay. Steyr Oak war ich jetzt auch nicht so. Gut. Tja, ist mir egal. Ich werde hier trotzdem immer wieder die Panzer aus mitnehmen. Weil ich es halt kann. So, er hier, du kriegst mal die AK. Stimmt, die haben ja 5 Leute. So, Panzerfaust. Ich würde sagen, werden wir beibehalten. Und mal ehrlich, dann muss ja der Hubschrauber eben halt mit der Panzerfaust runtergeleiert werden. Es nützt alles nichts. So, was ich noch mitnehmen will, ist die Nachtsichtbrille. Schade, dass wir nur... Nachtsichtbrille. Ping. So, aber ich hätte gern, dass wir alle die AK-47 tauscht gegen die 74. So, hier ist die tschechische nachgebaute... Mit Granaten ein. Granaten sind blöd, weil wir keinen Platz dafür haben. So, der hat schon die 74. AK-74. Und ich nehme das M21. Ich wollte mal wissen, wie viel Schuss haben wir denn hier? Parameter. Ja, NATO-Standardmunition. 20 Patronen. Ich denke, die Dragunov hatte weniger. Egal, weiter. Also wieder so arschfinster, ja. Finster wie im Bärenarsch. So. Ich kick mal auf die Karte. Hier fahren ja immer so die Panzerpatrouille. Wer hat die Maus schon wieder so schnell eingestellt? Und da haben wir sie auch schon quietschen. Ich schalte mal auf Außensicht um, gehe in Hocke und ja, irgendwo da fuhren ja immer mal die Panzer rum. Am besten wird es wohl doch sein, wenn wir uns durchschleichen. Angriff. Oh, hold fire! Jedes Mal denke ich bei dem Busch, da steht jemand. Aber es ist ein Herr Niemand. Naja. Bin ja mal gespannt, ob das Spiel jemals ruckelfrei laufen wird, mit was für ein System man dann haben muss. Wahrscheinlich irgendeinen 12 Kerner oder mehr.
Oder ist es halt einfach nicht mehr optimierbar auf neuere Systeme möglich? Tja, ich versuche jetzt mal die Panzer weiträumig zu umlaufen. Denn ich entsinne mich, die letzte Aktion war, zwei Abschüsse mit der Stinger-Luftabwehrrakete. Ganz toll, Panzer, Stinger, aber ich habe mich schon letztens darüber ausgelassen. So. Also ich hoffe jetzt, dass ich an den Panzern vorbeikomme. So, und den Flughafen vielleicht weiträumig umgehen kann. Flughafen, ich meine natürlich, wir sollen ja die Hubschrauber zerstören. Ja, ich muss mal an die Mission rücken zu der Basis, Hubschrauber so viel wie möglich zurück zu ihm, zum Dorf. Ich meine, wenn wir die Hubschrauber weggebombt haben, dann können wir uns um die Panzer kümmern. Noch besser wäre es natürlich ein leerer Panzer, den ich einfach mal so übernehmen könnte und dann, naja, dass wir den Panzer wegballern. Das wäre cool. Die Frage wird auch sein, wann ich diese Videos jemals hochladen werde. Denn schließlich müssen die ja, gerendert und dann geschnitten werden und dann nochmal gerendert. Na, keine Ahnung. Und wie wir alle wissen, ist ja Rendern extrem schwere Arbeit. Und was rennen meine Leute hier schon wieder so affig durch die Gegend? Tinker schauen. Wo sind wir denn? Ausgangspunkt. Also ich will mal mit der mittleren Maustaste scrollen und bewegen, was nicht funktioniert. Das ist das. Pfeiltasten auch nicht. Also. Ach, so ist das, wenn man viele Pausen dazwischen hat. Das ist echt Mist. Okay, also wir rennen jetzt um den Berg herum, kommen dann hier vor. Hier fährt ja auch irgendwo dieser BMP rum. Was soll's. Genau, das ist der Berg. Wo sind die Idioten? So, links und rechts von mir. Gut. Strategie sähe jetzt so aus, Panzer erstmal umgehen, Hubschrauber bekämpfen, mit der Panzerfaust zerschießen, wenn am Boden steht oder halbwegs in der Luft, sollte das meiner Ansicht nach kein Problem darstellen. So, hier ist wieder irgendwo Herr Quietschekette unterwegs. Vorausgesetzt natürlich, das geht soweit. Mit dem umgehen, so wie ich mir das vorstelle. Aber ich finde es mal schön, dass ich jetzt Nachtsicht habe und hier nicht wieder im Stockfinsteren rumtapsen muss, wie bei der einen Mission. Die war ja wirklich blind. Double blind. Ja, keine Ahnung, ob man das noch per Bearbeitung aufhellen kann. Meistens ja eher nicht wirklich. Ja, bin auch immer leicht erkältet, also Nase zu. Das Wetter ist auch primär Erkältungswetter. Also dieses Jahr kann man sich alles einsammeln. Magen, Darm bis... keine Ahnung. Tja. Und natürlich habe ich auch dieses Jahr irgendwie weniger Zeit zum Spielen gefunden. Ja.
aus Gründen. So. Ach, Dreck. Hier sind wir doch mal von da oben runtergekommen. An diese blöde Wand kann ich mich erinnern. Stein. Ja, das Problem ist natürlich, der BMP klärt uns hier ratzfatz auf. Ich kann mir ehrlich gesagt immer nicht vorstellen, dass die wirklich so viel in der Nacht mit ihren Panzern rumfahren. Denn wenn man die eigentlich geschickt verteilt, die haben ja auch Nachtsicht und Wärmebild an Bord, dann sieht man eigentlich anrückende Gegner. Tja. Hallo Jungs. Wo renne ich denn schon wieder hin? Ich dachte, ich wollte eigentlich da runter, darüber. Karte. Basis. Okay, also ich wollte von hier rein irgendwie. Das ist wie beim Bowling. In der Hoffnung, eventuell, zumindest jetzt beim Start, die Panzer und Leute zu umgehen. Wobei die natürlich nach Abschusshubschrauber, denke ich, sofort angekleckert kann. Aber die stellen sich auch besonders dämlich an. Ja, irgendwie, weiß nicht. Also ich hatte die KI manchmal besser in Erinnerung. Wieder eine Abschuss letztens mit der Stinger auf den Boden. Naja. In die eigenen Reihen wohlgemerkt. Das fand ich jetzt nicht so toll. So sieht das ohne Nachtsicht aus. Okay. Und wenn hier so ein Spekulatius rumrobbt, den ich übersehe, dann ist sowieso Feierabend. Die Speckops. Specknaz. Und, naja. So, wir sind direkt am Wasser. Flughafen ist noch 1 Kilometer. Also das Schöne ist, diese Panzerfaust, RPG hier, das russische Gegenstück, ist eigentlich bei den meisten Panzern heutzutage oder hier wie beim T-72 durchaus schon bemerkbar, ja, wirkungslos. Also zumindest hat die Bundeswehr damals die leichte Panzerfaust abgelöst gegen die Panzerfaust 3 mit diesem, ja, Problem, dass die leichte Panzerfaust ja die Panzerung nicht mehr durchschlägt. Also gerade hier so mehrfach Kammerpanzerung und Gedöns. Hör ich wieder diesen Panzer rum. So. Sie sehen, dass sie nichts sehen. Wow.
habe ich doch auf Steam tatsächlich jemanden gesehen, der sich bei irgendeinem Nachfolger-Arma-Spiel über die Grafik aufgeregt hat. Ich sage mal, Junge, das Spiel ist 3 Tage alt, also mal ehrlich. Da muss man froh sein, dass das überhaupt auf neuer Hardware läuft, mit den HD-Auflösungen läuft. Und dass sie jetzt nicht unbedingt ja HD-Grafiksets haben, meine Güte. Ich kann damit leben. Ich meine, bei einigen Spielen ist es schick. Definitiv Arma 3 und so, das ist schon echt lecker. Aber es ist nicht zwingend. Ich finde, ein gutes Spiel bleibt auch bei schlechterer Grafik immer noch ein gutes Spiel. Das ist so, da habe ich das Problem. Der Berliner Flughafen wird bewacht. Wäre dann hier oder was? Ich sehe den wieder überhaupt nicht. Ne, das war's nicht. Ich wollte jetzt eigentlich, glaube ich, Kampfmodus. Es ist immer. So. Ich meine, 300 Meter im BMP und ich sehe den nicht auf 3 Uhr. Wo ist Nummer 3? Da. 3 Uhr. Ist eigentlich irgendwo hier gewesen. Da ist er tatsächlich. Witzig. Ich sehe ihn nicht. Wieder. Ja, das könnte natürlich wirklich ein Problem werden mit dem BMP hier. Wenn der uns jetzt flankt, egal. Probieren geht über studieren. Und ist alle hinterhergerannt, jawohl. Da ist er. Verdammt. Oh, go, go, go! Da ist er. Sehr gut. Ich habe nur ein Problem, dass sich hier noch irgendwo einer rumfährt. Ja, und der Alarm ausgelöst worden ist. Verdammt. Ich meine, wenn uns hier der Flugschrauber. Der, ich glaube, Mi-24, Mi, was weiß ich, also dieser Hind angreift. Ja. Hier auf dem Feld der Ehre, dann mache ich mir ehrlich gesagt viele Hoffnungen, nicht nach 5 Metern erschossen zu werden oder von Raketen behagt. Die Leute, so ein Panzer kaputt, kann doch kein Problem sein, oder? Aber ich sehe, die Jungs arbeiten tatsächlich mit dem RPG besser wie mit der Stinger.
So, da ist jetzt der scheiß Flughafen. Und da stehen die Hubschrauber. Die es ja jetzt gilt hier zu zerlegen, aber ich bin noch leider viel zu weit weg. Ja, ja. Normalerweise ist das noch nicht mal 500 Meter wirklich die effektive Reichweite dieser RPG, sag ich mal. Verdammt. Da ist was Helles. Wahrscheinlich startet jetzt gleich hier so ein doofer RPG. Quatsch. Ich babbel einen Scheiß. Durch Hubschrauber, ja. Ui. Ach, die Maus ist zu hoch. Jetzt, das war er. 12 o'clock, enemy, soldier, 200. Tot. Oh, scheiße, ich komme unter Feuer. Wer war's? BMP, würde ich sagen. Ja, Leute. Tatsache. Verdammt. Nein, Maschinengewehr. Schade eigentlich. Ich dachte, die Zeit reicht wirklich aus, um hier den Idioten hier Beine zu machen. Aber naja. Und zwar die nächste Runde. Angriff. All power fire! Naja. Irgendwie hängt gerade der Twitch-Stream, oder? Der Ton ist an, das ist nicht gut. Putzig. Pause geht. Also manchmal ist das ein bisschen buggy, finde ich hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum der manchmal läuft, manchmal nicht läuft. Also ich lasse den ja hier in meinem Rechner nebenan mitlaufen, damit ich eventuelle Fehler ja noch mitkriege. Aber naja, hat nicht sollen sein. Die Panzers. Also entweder haben die bei Twitch irgendwas geändert oder ich weiß nicht, sehe die ganze Zeit ein Abspielzeichen. Hab eigentlich schon mal alles erlaubt hier. Naja, keine Ahnung. Wer weiß, so ich.
Also meine, die Idee fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht, mich da hinzubewegen. Und die werde ich auch wieder praktizieren, und zwar diesmal ins Wasser und dann, ja. Ja, Notfall auch mal den BMP hinten weg. Ich meine, das hat ja doch echt gut geklappt. Also ich würde mal wieder gerne auf die Außenansicht alle 7 Kampfmodus gefahren. Oh, Danger! So, dann gehen die nämlich wenigstens auch in die tiefere Gangart. So, auf diesen Berg muss ich wieder kommen, genau so ist es. Karte. Genau, den bin ich da eigentlich letztens umlaufen. Ich gehe jetzt also hier drüber, schlage mich direkt vor ans Wasser und ja, schauen wir mal. Ja, da kann ich wenigstens ein bisschen über Waffen referieren. Ja, aber ich glaube, das ist auch so. Die Panzerfaust hier ist halt wirklich BMP, okay. Den macht ihr alle. Hubschrauber, okay. Also ich meine, was mich zum Beispiel immer interessiert hätte, ist zum Beispiel, wenn ich mit der Panzerfaust der Bundeswehr, der leichten Panzerfaust, eigentlich keinen Leopard 2 zum Beispiel kaputt schießen kann. Aber man kann eigentlich mal keiner wirklich, wie soll ich sagen, glaubhaft darstellen, selbst wenn das Ding so einen Treffer abkriegt. Ich meine, die haben da mittlerweile auch ziemlich viel Mist dran. Also wenn ich den günstig treffe und vielleicht irgendwie die Zieloptik des Bordkanoniers kaputt geht oder irgendein anderes Elektronikteil ausfällt, also meine, dann ist ja eigentlich auch der Panzer auch schon nicht mehr so einsatztauglich. Also ich meine, wenn man nichts anderes hat. Aber ich glaube auch, wie gesagt, die Reichweite zum Abschuss ist eigentlich sehr, sehr gering gewesen. So. Hier landet irgendwie Hubschrauber. Na gut, die Leute lassen sich wegballern, aber das kann ich halt jetzt auch nicht verhindern. Die stellen sich aber manchmal einfach zu dämlich an. So, na, wir nähern uns dem Wasser, das ist ja schön. Wenigstens gehen sie schon mal in tiefe Positionen. Also die alten RPGs arbeiten ja hier mit diesem Hartkern-Weichmantelgeschoss, wo sich, sag ich mal, das weiche Metall an die Panzerung also angeklatscht wird und der harte Kern, den drückt es dann dadurch im eigentlich idealen Punkt, sag ich mal, oder Winkel durch die Panzerung. Zumindest ist mir das ja hängen geblieben, während die Panzerfaust 3 ja schon so ein Stück einen Plasma-Schneidestrahl erzeugt und irgendwie die Panzerung durchschweißt, dann da rein kracht und dann irgendwie mit einer auch höheren Sprengladung zum Beispiel hochgeht. Und das Schöne ist, wenn man mal so eine Panzerfaust 3 selber tragen darf, also eine reicht einem völlig aus. Ist auch eine Wegwerf, glaube ich. Ich bin mir sicher, ob man nicht. Ich glaube, die war nur ein Schuss, einmal Schuss. Also Hebel ausklappen und Visier hoch und drauf und dann kann man da dieses Teil wegschmeißen. Während die RPG und die Panzerfaust
ja, mehrfach beschossen werden kann. Allerdings haben die dann im Griff irgendwie, glaube ich, solche Zündpatronen drin. Aber wie gesagt, ich bin doch schon ein wenig länger nicht mehr bei der Armee. Oder, naja, anderen witzigen Organisationen. Ich meine, man kann sich als Reservist zum Beispiel auch nochmal zum Schießen melden. Aber, naja. Ich war dann letzten Endes doch froh, mache meinen 10 Monaten freiwilliger Grundwehrdienst, dass ich dann wieder, naja, in einem anderen Leben frönen könnte. So, wir rennen jetzt hier am Wasser rum. Gesehen, die M21 hat wirklich viel mehr und viel bessere. Naja, die ist auch wirklich ein Scharfschützengewehr auf eine höhere Entfernung, aber die hat mehr Schuss und ist ein bisschen präziser wie die Dragunov. Also. Damn it. Where am I going? I should check my map. Huch. Hä? Also Leute, das ist nicht euer Ernst, oder? Wo sind wir? Oh. Und er hat recht. Ich habe mich jetzt zu sehr am Strand hier orientiert. Ich kann jetzt hier schon wieder darüber laufen. Das ist ja dann fast wie bei Battlefield. Sie verlassen das Kampfgebiet. Also bei Flugzeugen, bei den Maps, bei Battlefield 1, das fand ich manchmal ein bisschen nervig. Gerade wenn man dann irgend so mit so seinem ja, Bomber irgendeine große Runde dreht und dann rausfliegt und dann stirbt und naja. Hat er noch nie was von taktischer Umgehung des Feindes gehört? Und weiter geht's zum Flughafen und hier ist dann wieder irgendwo der BMP, den ich hoffentlich eher sehe. Das war schon wieder Lerne zu reimen ohne zu schleimen. Mega. Ich meine, was ich zum Beispiel noch im Keimspiel jetzt gefunden habe, aber ich habe nicht explizit danach gesucht, ist zum Beispiel die Bunkerfaust. Denn das habe ich mir mal angeguckt, das ist ja auch ein doch sehr lustiges Gerät und zwar kann man damit so verschanzte Leute in Bunkern und Häusern bekämpfen. Die hauen sich, glaube ich, durch, ach, was weiß ich. Ich glaube, das Video ist auch bei YouTube verfügbar gewesen. Da schlägt die Steinwand, fliegt dann in den Raum, in das Gebäude rein und explodiert dann erst innen. Und haut dann eben halt die Leute, die da sich in Deckung befinden, sag ich mal, ein bisschen kaputt. Für Geiselbefreiung denke ich mal nicht unbedingt die ideale Waffen. So,
Ich höre den BMP nicht. Macht mich nervös. Also wenn ich jetzt hier der Kamerad hier wäre, ich wäre jetzt hier schon längst mit Herbstkasper zusammengebrochen. Weil ich meine schon alleine dieses Gewehr, die Patronen dazu, hundeschwer. Dann noch diese lustige Panzerfaust. Da ist er wieder irgendwo, oder? 3 o'clock, APC, 200. Glaubt man das? Ich sehe den Scheiß-Tricks-Panzer noch nie. Der ist genau da, wo ich hingucke, aber der ist halt hinterm Berg, alles da. So. All weapons free! Da fährt er. Nee. Verdammt, wo ist dieser Bastard? Taste. Ja, das Problem ist halt wirklich der BMP und so, die könnten alle ein Problem darstellen unter Umständen. Ich würde ihn hier rumfahren, sehe ihn wieder nicht. So ein Dreck. Ah, da hinten fährt er rum. Genau. Und? Die sind nicht wieder alle drei mit ihrem Gerät hier rumgucken. Ich sehe den Tricks BMP echt nicht. Entweder habe ich hier irgendeinen Bug, was auch hin und wieder sein könnte, gerade wenn Nvidia hier ihre Treiber updatet oder so, dann hat man ja manchmal schon Spaß. Also allgemein Grafikkarten. Dann noch mit dem alten Spielen. Dann läuft das auch noch hier alles unter Windows 10. Also ich muss sagen, zu Windows 10, ich bin da immer noch ein bisschen zwiegespalten. Also mich erinnert das manchmal ein bisschen an XP ohne Service Pack. Jeder Mist ist an. 4 o'clock, BMP, 1000. 1000, okay.
da hinten sieht fast so aus, ne? Ja, da scheint es nicht. Da ist er, Tatsache. Ah, endlich sehe ich ihn, doch kein Bug. Jungs, ihr müsst ihn nicht unbedingt bekämpfen. Wenn es denn nicht sein muss. Der wird uns noch früh genug bespaßen. So, hier haben wir den Flughafen. Ich bin jetzt ein bisschen ruhiger, weil ich ja immer horchen muss. Wo, wie, was? Kommt mal alle ran hier. So, jetzt muss ich auch langsam den Puls wieder runterbringen von meinem Patronen hier. Ich habe mich gerade, kann man diese Hubschraube übernehmen und dann damit Spaß haben. Ach, da stehen ja noch ein paar Fahrzeuge in den Hangars drin. Okay. Sehr interessant werden. Wo sind meine Jungs hier? Ah, unten. Sehr schön. Der hat ein Nachtsichtgerät. Da läuft die Gruppe. So, dann wechsle ich mal kurz auf die taktische Sicht. Nummer 2 ist hier. Das war doch die 2. 4, ready. 3, go to 0. 3, 1. Roger. 5, move to 0. 2, 4. 3, ready. Da sind sie schon rum, okay. Officer, end history.
gunner is history. AT soldier is history. Oh, da kommen die nächsten. Scheiße. Runter. Ei. 3 o'clock, Soldier 200. 2 o'clock, Officer 200. 3 o'clock, Machine Gunner 200. 3 o'clock, AT Soldier 200. Ja, den Vorhaltepunkt finden ist immer so eine Sache. Oh, und wo er dann nicht immer zielt. Oh, scheiße. Da hat sie mich erwischt. Ach, Dreck. Verdammt. Wer war's? Oh, von der Seite. Na gut. Ui, das geht aber weit, weit. Ach so, den haben sie schon erledigt. Das ist jetzt wieder so eine Sache. Frustrating. Das ist aber auch ein geiles Level, muss ich ehrlich sagen. Macht Laune. Eben weil es hier so anspruchsvoll ist. Ich gucke jetzt mal gerade wieder beim Twitch-Stream. Live wird mir angezeigt. Tja. Source. Quatsch. Pop-out-Player. Show-Video-Stats. Okay. 0 FPS, das ist nicht viel. Ne? Ich kann es aber leider nicht ändern. Das Drecksding spielt das nicht ab. Könnte wieder mehrere Ursachen haben und unter anderem dem, ich habe keinen Flash Player. Genau. Installiert. Also, wir haben diesen, aber es ist trotzdem die beste Taktik, sag ich mal, sich da durchzugraben. Ich frage mich eigentlich, kann man nicht den LKW nicht nochmal nehmen und da hinten langfahren? Na gut, aber da ist natürlich schon dieser Drecks-BMP-Panzer davon. Wird er einem direkt vor der Nase weggeschossen. Na gut, dann hat uns wahrscheinlich schon dieser eine Typ umgangen. So, mal gucken, wie wir heute falsch laufen. Beobachte mich, wie ich falsch in die falsche Richtung laufe und erschossen werde. Das ist auch ein netter Titel. So, schon wie komisch. Gibt's hier irgendwie, habe ich den Flashblocker aktiviert? Man weiß es nicht. Und wenn man nicht aufpasst, läuft man gegen einen Stein. Traumhaft. Komisch, mir wird manchmal beim Gedattel immer warm. Im Gegensatz zum normalen Rumsitzen, wo einem dann so kalt wird. Naja, was soll's. Sagen wir so, bei YouTube kann ich ja die Videos ein bisschen zusammenschnöfeln oder halt splitten.
Meine, man kann zwar sicherlich 8-Stunden-Videos hochladen, aber das Problem ist nach wie vor, YouTube rendert ja nochmal um oder nach oder ach was weiß ich. Und da ja Rendern schwere Arbeit ist, dauert das immer. Bin ich oben auf dem Berg, ne? Na ja, gut, ich sag mal, ich gehe jetzt hier lang. Haben sich die Jungs eigentlich relativ zusammengerissen mit Abschüssen. Ich würde mir manchmal nur ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Quatsch, doch, habe ich alle angewählt. Oh, Danger! Oder was ist eigentlich wachsam? Also ich würde mir gerne mehr Deckung von den Jungs eigenständig wünschen. Deswegen habe ich jetzt auch dem Sanitäter zum Beispiel nicht mehr die Dragoon aufgelassen. Na ehrlich, was will der damit? So, Bratenbengel. So, ich muss mal wieder auf die Kartinka gucken. Ich laufe natürlich jetzt wieder dahin. Jetzt kann ich eigentlich wieder Richtung Flughafen mich orientieren. Ja, das Problem ist halt, wir haben ja gesehen, die Piloten stehen an dem Gebäude. Ja, und wenn die natürlich dann die Hubschrauber besetzen, dann ja. Weil ich glaube, mich zu entsinnen, wenigstens bei der Hubschraubersteuerung konnte man irgendwie so ein bisschen halbautomatisch feuern, oder? Oder ja, ich dächte, das ging. Wenigstens Raketen, und ich glaube, das Maschinengewehr war eigentlich auch nicht so zu, ja, verachten. So, Quietschekette wieder hier. Ich laufe jetzt davor und muss dann jetzt hier irgendwie mich rüberschlagen. Aber die Richtung stimmt. Ich meine, ich hätte ja auch einen Kompass und eine Uhr habe ich hier. Ich weiß gar nicht, wo ist der Kompass eigentlich? Müsste ich jetzt echt gucken. Ja, ja, Nachteil, wenn man immer so, ich weiß gar nicht, das letzte Mal Arma gedattelt habe. Ich glaube, diesmal liegt es nur 6 Tage zurück. Dächtig. Man weiß es nicht genau. Also der BMP, der hier rumfährt, hat es mir echt angetan. Übersehe den irgendwie, keine Ahnung. Weil das Problem ist zum Beispiel, wenn man die Panzer, wie eben geschehen, ja, sehr nah an einen wegballert. Hin und wieder überlebt die Besatzung und springt dann raus. Ja, und die knallen einen dann gerne ab. Beziehungsweise hat man dann direkt vor sich halt ein paar Leute, mit denen man nicht sofort rechnet. Naja, noch so eine Sache. Ich wollte ja eigentlich die, die Leute. Die da rumrennen, mit der Explosion des Hubschraubers. Ja, eigentlich überraschen oder vielleicht auch teilweise mit umbringen, aber.
Kameraden eröffneten vor mir das Feuer, was ja. So, und da höre ich ihn wieder. Ein lauschiger Spaziergang am Tag mit meinen Buddies. Ja, das ist auch sowas. Guck ich nach da? Gucken die, glaube ich, auch alle nach da, oder? Nein. Hier fährt er, glaube ich, immer irgendwo dieser Drecks-BMP rum. Also, da ist er doch. 1 o'clock, APC 200. Wenigstens habe ich ihn diesmal auch gesehen. Finde ich gut. Ah, wir lassen ihn einfach mal heute wieder links oder rechts liegen. Da fährt er wieder. Ah, da ist doch eben gerade der Kompass gewesen. Wo ist er denn? Da. Da guckt natürlich sogar einer raus. Den Kommandeur wächst die Rakete aus der Schulter. Deswegen ist er auch der Kommandeur.
Naja, so weit, so gut. Ja, ich überlege mal, ob ich einen Teil meiner Leute hier hinsetze, aber ich fürchte, das kann ich vergessen. Das sind die leider nicht unbedingt, wie soll ich sagen, sinnvoll eingesetzt, um mir dann eventuell die Jungs von der Seite freizuhalten. Das Blöde ist halt wirklich immer so ein Affe erwischt mich hier von der Seite. Das ist zum Kotzen. Frage ist halt wirklich, schafft man es, den Hubschrauber zu übernehmen? Aber das sind wieder so, wie soll ich sagen, putzige Ideen. Höchstens mal die Formation. Form, Echelon, right! Staffel rechts. Naja, wobei das auch egal ist. Naja, wir haben wieder das Problem, dass die Jungs alle hier. 2, move to 0, 9, 1. 4, go to 1, 0, 2. Roger. 2, waiting. 3, go to 0, 2, 3. Roger. 4, ready. 11 o'clock, man, 100. Tja, hier wäre jetzt die schallgedämpfte Knarre auch nicht schlecht gewesen. Bei dem BMP da zum Beispiel. Five, waiting. So, die rennen gerade alle weg. Wo müssen die 5 hin? Hey. Da habe ich den Kameraden ein bisschen sehr arschweit weggeschickt. Nein, so nicht. Verdammt. Ja, egal, bleibt der halt da. Hallo? Ich meine die taktische Sicht. 9 o'clock, enemy, BMP 200. Da kommt er angefahren, okay. Thank you.
3. Das war natürlich sehr gut. 3 ist down. Und ich schieße schon wieder irgendwo hin. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Also ihr seid wirklich die Besten. 11 o'clock, Soldier, 100. 12 o'clock, Enemy, Machine Gunner, 200. I've got him! 11 o'clock, AT Soldier, 100. I've got him! Oh no, 4 is down! 1 o'clock, Enemy, Soldier, 100. Guckst du mal ein bisschen nach da hinten, Junge? Was? Ja. Ach, ein Dreck. Naja, ich weiß. Ach, einer mit Kopftuch.